Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde des Hochzeitsvlogs. Heute ist der 4.7.2018, sprich in 2 Tagen wird es richtig ernst. Und mein Gott, unser Haus sieht furchtbar aus. Also schaut es euch mal an. Hier haben wir erstmal Bierbänke für draußen zum Hinsetzen, Deckendeko. Dann haben wir hier, ach Gott, so viel Kram. Jetzt kommt der Vater noch mit irgendwas und hier steht alles voll. Dann steht hier ebenfalls so viel Zeug rum und also da hinten hängt der Sitzplan. Ein Gruß an Tisch 7 an dieser Stelle. Es ist wirklich enorm. Oh, ich habe ganz vergessen, da hinten auch noch mehr Kram und Zeug und oh Gott. Ist das so viel Zeug? Also, es ist wirklich gerabbelt voll, die Boutique hier. Und, ja gut, das ist der erste Teil. Es ist schon Zeug im Auto und ja. Also, es gibt viel zu tun an diesem heutigen Mittwoch. Ab 12 Uhr können wir den Schlüssel haben. Und dann legen wir richtig los mit Aufbauen und so weiter. Oh Gott, das wird so anstrengend heute. Es wird so scheiße warm sein. Und nachher gehen wir noch die Getränke holen. Aber dann nehmen wir euch ja überall mit hin. Also von daher, beziehungsweise ich, denn die Bella ist nicht da. Die arbeitet heute noch. Ich hatte schon die ganze Woche frei. Schön. Ach Gott, 4 Wochen Urlaub. Das könnte man jeden Monat haben. So, aber jetzt genug gelabert. Fangen wir mal richtig an. Angekommen in Deidesheim im Bernardushof, wo wir feiern. Mein Gott, ist das viel Kram, den wir neu schläfen müssen. Aber wir warten gerade noch auf die nette Dame, die uns den Schlüssel gibt. Und in der Zeit machen wir es uns hier etwas gemütlich. Machen noch 10 Minuten Pause, bevor wir dann richtig drauf gehen. Sind wir im Bernardushof drin, wo wir also feiern werden und ich zeige euch selbstverständlich vorher den Saal. So sieht der ganze Spaß aus. Dann haben wir hier hinten eine Küche und ein total übertrieben großes Bild, das aber gar kein Bild ist, sondern es ist ein Puzzle. WTF, dafür hätte ich echt gar keinen Nerv. Also, nee, 20 Teile Puzzle reicht mir schon. Ich mache zwar Zauberwürfel und so weiter, aber definitiv keine Puzzle in der Art. Krass, krass, krass. Ja, und da werden wir uns jetzt die nächsten 2 Tage verlustieren und hoffen, dass wir das Ganze gut auf die Reihe kriegen. Jo, Freunde, 1 Stunde ist rum, der Hänger ist leer. Und der Raum wird immer voller. Und jetzt fahren wir los und holen die ganzen Getränke. Bier, Cola, Fanta, Sprite, Säfte, den ganzen Scheiß, was man so braucht, ne? Also gut, ich halte euch auf dem Laufenden. So viel Bier. Und dort draußen mache ich mal jetzt eine Badewanne. Ja, das sind Fettzähne drauf jetzt. Der halbe Ohrhänger ist voll und da kommt noch ein Haufen Zeug. Da haben wir noch ein bisschen Platz. 20 Minuten später werden alles verladen. Alter Leute, so viel kann doch niemand trinken. Ach du Gott, ist das viel Zeug. Ein ganzer Ohrhänger voll. Wuhu, holy moly. Gott sei Dank war es Bier im Angebot. Nachdem die Bella jetzt ach endlich da ist, geht's jetzt richtig los mit der Deckendeko. Oh Gott. Jetzt nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber wir kriegen das hier. Top motiviert und arbeitswillig. Die Deckendeko hängt. Oh Gott, war das viel Arbeit. Aber mit vereinten Kräften haben wir das doch sehr gut geschafft, denke ich. Keine Erfahrung dort damit gehabt. Aber Learning by Doing hat hervorragend funktioniert. Jetzt haben wir zumindest die Deckendeko hängen. Und dann geht's weiter mit dem Tisch. Wer hier viel arbeitet, darf jetzt auch viel essen. Und zwar gibt's lecker, lecker Pizza. Pizza. Matthias, Finger weg. Er essen was anderes. Da ist noch Brötchen. Das ist neu. Mein Gott, ist das viel Arbeit. Aber es wird. Es ist vollbracht.
Die Tischdeko ist komplett. Die 8 Tische stehen. Und jeder hat seinen Platz, so wie es sein soll. Und das zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Das war nicht ich, das war ein Stuhl. Und zwar haben wir hier natürlich erstmal eine Tischnummer. Rundherum haben wir dann 3 Totenköpfe mit Rosen dazwischen. Dann gibt es natürlich Teller, Tasse, das Übliche. Und dann haben wir hier eine Speisenkarte. Und nebendran ist eine CD und ein kleines Fläschchen mit Samen, also Blumensamen. Lasst unsere Liebe erblühen, das ist für Wildblumen zum Einpflanzen. Und auf der CD ist der Soundtrack unserer Hochzeit, sprich die ganzen Lieder, die sich die Leute haben wünschen können. Plus natürlich auch eigene Songs, die wir uns überlegt haben, sind da drauf gebrannt. Und ja, so als kleine Erinnerung für unsere Gäste. Ja, es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 2 Uhr nachts, seit 14 Stunden. Ja, 15 Stunden bin ich auf dem Bein. Arbeite mit Fadi zusammen und ja, ich würde aber sagen, wenn ihr euch hier im Raum umguckt, hat es gelohnt, sieht gut aus. Jetzt ist nur noch der Feinschliff zu machen morgen, aber sieht gut aus, oder Janine? Sieht prima aus. Die fachkompetente Meinung. Sau gut, nein. Ich freue mich, dass es so wunderbar gelaufen ist bisher. Es ist noch niemand zu Schaden gekommen und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Nein, im Ernst, saugeil. Yo Leute, also den Raum kennt ihr ja mittlerweile, aber langsam wird es hier richtig gute Formen an, auch mit sauber machen. Hier wird an allen und Ecken gearbeitet. Oder getrunken. Überall. Oder getrunken. Oder getrunken. Hier ist unsere Küche. Und da ist meine Mutter. Mama sagt hallo. Hallo. Wunderbar. Mama sagt hallo. Hallo. Dann gehen wir mal runter in die Tiefen des Raums. Ja, ich komme auch. Yay! Yeah. Zu deiner Linken. Also man kann natürlich, wo meine liebe Tante eben entlang gelaufen ist, in den Keller. Aber ich wollte euch auch hier die Pavillons zeigen. Ja, die heißen Pavillons, nicht Pavillons. Okay. Hier runter in den Gewölbekeller. Das habt ihr nämlich auch noch nicht gesehen. Und hier geht dann ab 22 Uhr das Fest los. So, hier haben wir dann schon Boxen und so weiter. Und hier dann den Gewölbekeller. Geht dann hier durch. Du gehst sonst wieder. Ach du Gott, ich gehe ja schon gleich aus dem Weg. Dann kommt man hier in unsere zweite Küche. Es läuft gut und es ist tatsächlich weder was Größeres kaputt gegangen, noch, okay, Christian, sein Laptop, das ist scheiße, ja. Aber da war es auch nur die Buchse von der Anlage und ja, ich überbrücke hier eigentlich nur Zeit, um euch endlich mal das Ganze aus diesem Punkt zu zeigen. Hier, dass wir das kleine Türmchen schön drauf haben und dann hier entlang rüber. Den ganzen Saal. Viel, viel Arbeit, aber viel Spaß. Ich habe da mal was vorbereitet. Dann wird getraut.